Ich habe zwar keinen Parlamentsclub mehr zukünftig, aber ich habe eine Bürgerfraktion. Das heißt, ich brauche und bekomme die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft, durch Bürgerinnen und Bürger, denen ich auch in Zukunft meine Stimme im Parlament anbieten möchte oder meine Redezeit mit ihnen teilen möchte. Das Schöne am freien Abgeordnetendasein, ich habe die meiste Redezeit aller Abgeordneten. Ich bekomme die Hälfte der Redezeit des kleinsten Parlamentsclubs. Das heißt beispielsweise, wenn die Liste Pilz, der kleinste Parlamentsclub in Zukunft, an einem Tag 80 Minuten Redezeit bekommt für den ganzen Club, bekomme ich für mich allein 40 Minuten zugewiesen. Und die kann ich dann auch frei auf die Debatten und die Themen verteilen. Also viel Redezeit, die ich in Zukunft mit Stimmen aus der Zivilgesellschaft teilen kann. Wir werden eine entsprechende Möglichkeit entwickeln, eine Web-Applikation, wo man als interessierter Bürger oder Bürgerin oder als Organisation, die zu einem bestimmten Thema was zu sagen hat, eine Wortmeldung einreichen kann. Und diese Wortmeldung werde ich dann vorlesen im Parlament. Im Prinzip habe ich nach wie vor alle parlamentarischen Instrumente zur Verfügung, inklusive Sonderinstrumente. Ich kann selbstverständlich als Abgeordnete auch weiterhin Bürgerpetitionen in den Petitionsausschuss einbringen. Das hat den Vorteil, dass sich die Petitoren oder Initiatoren von Petitionen die 500 Unterschriften ersparen, die man sonst braucht, um als parlamentarische Bürgerinitiative im Petitionsausschuss behandelt zu werden und dann in einen entsprechenden Fachausschuss weitergewiesen zu werden. Und das werde ich selbstverständlich nutzen, verstärkt vermutlich als zuvor. Ich kann sogar nach wie vor dringliche Anfragen einreichen, Kurzdebatten, sofern ich es schaffe, die dafür notwendige Anzahl an Unterschriften zu sammeln. Das heißt, ich muss zukünftig Allianzen auch im Parlament zu Abgeordneten anderer Fraktionen, also bestehender Fraktionen bilden, damit ich eben die notwendigen Unterschriften bekomme. Ich kann nach wie vor auch Anträge, Gesetzesanträge einreichen, Entschließungsanträge und ich brauche dazu 5 Unterschriften, also 4 weitere. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich die bekomme.